whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute habe ich einen Single Malt Whisky mitgebracht, der eine Menge an Erklärungen erfordert. Und zwar ist es der Kilcoran aus der Stadt Campbelltown. Warum so viel Erklärung? Im vorletzten Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, gab es eine Menge Brennereien in Campbelltown. Das waren wohl über 30. Und mit dem Einsetzen der Prohibition 1919 sank diese Anzahl an Brennereien unheimlich stark ab. Die mussten alle schließen. Bis dann am Ende des 20. Jahrhunderts praktisch nur noch zwei Brennereien übrig blieben. Das war Springbank und das war Glen Scotia. Wer das mal gerne nachlesen möchte und sich eine schöne animierte Grafik mit dem Brennereiwachstum und Schließen ansehen möchte, der kann bei uns auf whisky.de im Wissensbereich die Geschichte von Campbelltown sich anschauen. Habe ich eine schöne animierte Grafik drin. So, nun hat die Brennerei Springbank, nicht weit von ihrem Firmensitz entfernt, das Haus der alten Glengyle-Brennerei erworben. Komplett leer, man weiß auch gar nicht, wie das früher darin aussah und wie die Brennblasen aussahen. Und hat beschlossen, diese Glengyle-Brennerei wieder in Betrieb zu nehmen. Das war dann auch im Jahr 2006 oder 2007. Nein, falsch. Das war im Frühjahr 2004. Im Frühjahr 2004 fing man also an, wieder den ersten Brand durchzuführen. Bloß man konnte den Single Malt Whisky, der nun entstand, nicht Glengyle nennen, weil es bereits einen Blended Whisky gibt mit diesem Namen. Hatten sie nun ein Problem, denn die Brennerei hieß damals offiziell Glengyle. Da die Brennerei brach lag, der Name nicht verwendet wurde, konnte ein anderes Unternehmen für seinen Blend dieses Glengyle nehmen und nun war dieser Name für die Glengyle-Brennerei blockiert. Man kann jetzt ja schlecht im Wirtschaftsunternehmen, was Umsatz mit dem Glengyle macht, einfach diesen Namen wegnehmen. Da würde also kein Gericht mitmachen und würde sagen, die längeren Rechte liegen bei diesem operierenden Unternehmen. Wenn jetzt ein neuer kommt, dann soll er gucken, was er macht. Ne? So, und genau das hat Springbank gemacht. Und die haben jetzt hier den Namen Kilcoran verwendet. Vielleicht spricht es ja auch Kilcoran aus. Meistens spricht man das Gälische weiter hinten aus. Und das kommt vom Gälischen. Und da gab es nämlich einen Sankt Kieran. Und dieser Sankt Kieran, der hat eine Kapelle gebaut. Und zwar an der Stelle, wo sich heute die Stadt Campbelltown befindet. Und danach haben sie praktisch diesen Single Malt benannt. Und dann schreiben sie hinten noch einen schönen Satz dahinter. Es ist auch unüblich für einen alten Campbelltown Whisky, dass man ihn nach einem Glen, nach einem Tal benennt. Das ist eigentlich typischer für die Speyside. Und diesen anderen Namen zu verwenden, macht also mehr Sinn für Campbelltown. Nun, da kann ich zustimmen, dass im Hintergrund da praktisch der Name belegt war. Gut, das schweigen sie hier, aber das würde ich ja auch verschweigen. Dies ist jetzt die graue Dose und damit ist das jetzt schon die zweite oder dritte Auflage dieses Single Malts, der offiziell unseren Art Stempel trägt. Da steht Work in Progress, das heißt, die lassen diesen Malt älter und älter werden und bringen dann sukzessive verschiedene Abfüllungen mit auf den Markt. Hier gibt es also noch ein kleines Heftchen mit Geschmacksbeschreibungen, wo sie auch darüber sprechen, dass man es also hier ein bisschen salzig, wie üblich für Campbelltown, findet und dass man auch leichten Rauch im Finish findet. Nun gut, werden wir gleich sehen. Und dann wollen wir uns gleich der Flasche widmen. Ach ja, und das ist Springbank, steht dahinter. Und die färben nicht. Und damit haben wir hier schon einen vergleichsweise dunklen Single Malt für 5 Jahre. Und er ist nicht kühl gefiltert, deshalb mit 46 Volumenprozenten abgefüllt. Also hier dürfte man eine ordentliche Kraft in diesem Single Malt anschließend
verspüren. Na, der geht nicht so einfach auf. Da ist die Perforation in der Kappe nicht tief genug gewesen. Aber jetzt haben wir ihn schon. Ganz anders. Ich habe vorhin zwei Speyside Whiskys probiert. Ganz anders. Und zwar zuerst kommt tatsächlich dieser Hauch von Rauch. Und dazu jetzt eine Mischung zwischen jungen Früchten und Zitrusfrucht. Ein sehr frischer, fruchtiger, leichter Single Malt, der durch diesen gewissen zarten Rauch, also das sind nur 5 ppm, mehr ist das nicht, nur 8 vielleicht, ganz deutlich an Komplexität gewinnt. Und da sieht man, dass man hier nicht viele Experimente macht und sich im Prinzip auch auf das Mischungsverhältnis oder das Rauch, den Rauchanteil von Springbank verlässt, der vielleicht noch bei 10 oder 12 liegt. Und der liegt jetzt ein Stück weit drunter, aber auf jeden Fall über der Wahrnehmungsgrenze. Was soll ich dazu sagen? Sehr schwer zu sagen, sehr gemischt. Ich verfolge da noch so eine Jugend, die man mit metallischer Jugend benennen kann. Aber es sind schon die ersten Karamellspuren dabei. Man spricht hier von kräftiger Vanille. Kräftiger, süßer Vanille. Ich kann sie nicht finden. Nee, für mich ist das Karamell deutlich, aber die Vanille aus den Fässern ist nicht da. Der Abgang, die 46% tragen den Single Malt ziemlich weit. Vom Eichenfass ist noch nicht viel zu spüren. Ein bisschen zarter Rauch bleibt übrig. Ein Single Malt, der viel verspricht, er braucht aber aus meiner Sicht noch deutlich mehr Eiche, noch deutlich mehr Reifezeit, um zu einem wirklich guten, schönen Single Malt zu werden. Er lässt sich aber durchaus, weil er keine bitteren Tendenzen zeigt und keine unangenehmen Gerüche zeigt, lässt sich durchaus schon genießen. Und wer an so einen jungen, frischen Single Malt aus einer ganz neuen Brennerei heran möchte, der Kilkerran ist sicherlich dafür geeignet. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.